möchte Vollzeit arbeiten. In meinem zweiten Job, den ich hatte nach meiner Ausbildung, da habe ich mich für eine Stelle im Service beworben. In meinem Bewerbungsschreiben habe ich hineingeschrieben, dass ich Vollzeit arbeiten möchte. Der ehemalige Chef hat mich sofort zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Er hat sich riesig gefreut, dass ich Vollzeit arbeiten möchte. Er hat mir sofort am selben Tag den Job angeboten. Ich habe natürlich sofort Ja gesagt, weil ich ganz dringend einen Job brauchte. Er hat mir alles gezeigt und alles erklärt. Anschließend hat er mir am selben Tag den Vertrag mitgegeben. Ich habe im Auto gesessen und dachte mir, okay, besser laufen kann es ja gar nicht. Sofort mit dem Vertrag nach Hause. Die Ernüchterung kam allerdings später. Mein Tag beginnt um 5.15 Uhr am frühen Morgen. Ich habe das Frühstück für die Gäste fertig gemacht, die zur Arbeit mussten. Danach habe ich das Frühstück sauber gemacht und abgebaut und alles aufgeräumt. Anschließend durfte ich alle Zimmer sauber machen. Das bedeutet Bett abziehen, Bett aufziehen, Staub saugen, Staub wischen und das komplette Badezimmer sauber machen. Und das in über 17 Zimmern. Als ich damit fertig war, da hatte ich schon lange meine 8 Stunden gearbeitet. Ich wollte danach nach Hause gehen und da erzählte mir mein Chef, dass ich noch im Bistro arbeiten muss. Also habe ich angefangen, da zu arbeiten. Es war meine erste Woche und ich wollte nicht sofort sagen, ja, aber wann kann ich denn nach Hause? Denn das kommt immer sehr schlecht an. Da habe ich einfach abgewartet. Das Bistro war bis abends 20 Uhr geöffnet. Ich habe gewartet, dass endlich eine Kollegin kommt und mich ablöst. Doch ich habe leider vergebens gewartet. Es kam niemand. Abends um 20 Uhr musste ich dann komplett das Bistro sauber machen. Anschließend kamen um 21 Uhr noch Gäste und mein Chef wollte von mir, dass ich sie trotzdem noch bediene. Um 22 Uhr konnte ich dann das Bistro endlich schließen und nach Hause fahren. Das war ein sehr langer Tag. Als ich ihn dann fragte, wann ich denn morgen arbeiten soll, weil es ja keinen Dienstplan gibt, da sagte er, warten Sie zu Hause auf meine SMS. Da dachte ich schon, das ist sehr komisch, aber es war mein neuer Job. Und ich musste mich halt auf meinen neuen Job einlassen, bevor ich mir eine Meinung bilden kann. Nachts um 0.30 Uhr kam eine SMS. Bitte kommen Sie um 5 Uhr zur Arbeit. Ja, ich kam um 5.15 Uhr, weil ich auch irgendwann mal schlafen möchte. Ich habe da mit dem Frühstück angefangen. Ich habe das Frühstück aufgebaut. Anschließend die Gäste bedient und danach das Frühstück sauber gemacht und das Frühstück abgebaut. Danach musste ich wieder mit der Zimmerreinigung anfangen. Anschließend sagte mein Chef wieder, ich soll ins Bistro gehen und dort weitermachen. Als bis 16 Uhr immer noch keine Kollegin kam, die mich ablöste, da bin ich zu meinem Chef hingegangen und habe gefragt, wann ich denn jetzt endlich mal nach Hause gehen könnte. Da fragte mein Chef mich, warum? Ich habe geantwortet und gesagt, dass ich schon über 8,5 Stunden gearbeitet habe. Da lachte mein Chef mich aus und sagte, Sie haben sich beworben für eine Vollzeitstelle. Wissen Sie denn nicht, was eine Vollzeitstelle ist? Da fing er an zu lachen und sagte, Kleines, es bedeutet die volle Zeit des Tages. Ich guckte ihn entgeistert an und sagte, nein, nicht die volle Zeit des Tages. Vollzeit bedeutet 8 Stunden, 169 Stunden im Monat. Da fing er wieder an zu lachen und sagte, nein, Vollzeit bedeutet die volle Zeit des Tages. Dann sollte ich wieder ins Bistro gehen und weiterarbeiten. Anschließend war es wieder 22 Uhr.
Ich bekam wieder um 1 Uhr nachts eine SMS und wieder musste ich um 5 Uhr morgens da sein. Am nächsten Tag habe ich wieder mit ihm geredet. Warum die Kollegin nicht jetzt? Warum die Kollegin nicht arbeitet? Da sagte er zu mir, dass es billiger sei, nur eine Vollzeitkraft einzustellen, da diese alles macht, als so viel anderes Personal zu haben. Das andere Personal hat Kinder. Die sind nicht flexibel genug. Da ist man froh, wenn man sie los ist. Da sagte er zu mir, die andere Kollegin ist schon viel zu alt und ich bin noch so jung. Wenn sie alles machen, dann muss ich nur ein Gehalt bezahlen. Für mich ist es lukrativ, weil ich mir sehr viel Geld spare. Und da sie sich ja Vollzeit beworben haben, ist das absolut in Ordnung. Ich war stinksauer, nachdem er dieses Spiel mit mir gespielt hat. Nach 6 Wochen habe ich mich krank gemeldet. In dieser Zeit habe ich viele Bewerbungen geschrieben, um von diesem schrecklichen Job wegzukommen. Anschließend war er der Meinung, er müsste mir kein Gehalt zahlen, da er gesehen hat, dass ich nie gearbeitet habe. Er hat das begründet mit Kellnerinnen arbeiten. Nur dann, wenn Gäste da sind. Da er den ganzen Tag keine Gäste gesehen hat, habe ich im Prinzip einen einfachen Job gehabt. Ich musste nichts für mein Geld machen. Daher ist er der Meinung, dass er mir kein Gehalt zahlen müsste. Natürlich bin ich zum Arbeitsgericht gegangen. Er musste mir mein Gehalt zahlen. Aber die ganzen Überstunden, die ich gemacht habe, die hat der Richter nicht anerkannt. Obwohl seine Unterschrift auf dem Formular war. Ich habe mehrere 100 Euro an Überstunden verloren, die er mir nicht zahlen musste. Es war vom Gericht so angeordnet. Und was haben wir aus der Situation gelernt? Sei vorsichtig, was du machst. Seit diesem Tag bin ich so vorsichtig, auch in Bewerbungsgesprächen, dass ich immer alles doppelt abchecke. Denn so etwas möchte ich in meinem ganzen Leben nie wieder machen. Das waren die schrecklichsten 6 Wochen in meinem Leben. Seit diesen 6 Wochen habe ich nie wieder 14 bis 15 Stunden am Tag gearbeitet. Ich bin sofort kürzer getreten. Denn es dankt dir sowieso keiner. Und was sind eure Erfahrungen? Habt ihr genau solche Erfahrungen gemacht? Hinterlasst mir doch einen Kommentar. Oder abonniert meine Seite. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Danke.